Im Südosten der Steiermark, eingebettet in eine idyllische Naturlandschaft, liegt die Gemeinde Unterlamm. Auch wenn die Liegenschaften recht verstreut sind, wird die Dorfgemeinschaft großgeschrieben. Seit 2 Jahren setzt man sich für die Erhaltung der einzigartigen Biodiversität ein. Mensch- und Naturerlebnistal Unterlamm nennt sich das Projekt, das gemeinsam entwickelt wurde. Wir haben eine wunderschöne Natur- und Kulturlandschaft und diese zu erhalten für die Nachwelt, für unsere Nachfolgegenerationen, das ist ganz, ganz wichtig und dadurch haben wir dieses Projekt gestartet. Dazu gehört auch ein künstlerisch gestaltetes Insektenhotel, das mit unterschiedlichsten Materialien und Unterschlupfmöglichkeiten vielen Insekten Raum bietet. Aber auch Überraschungsgäste haben sich schon eingefunden. Die Kinder aus dem Dorf haben das Insektenhaus mit Zeichnungen mitgestalten dürfen. Und das finden wir da rundherum ums Insektenhotel. Und so ist es auch nicht nur für die Tiere eine Vielfalt, sondern auch für die Menschen, für die Kinder. Was die jetzt in der Kindheit lernen, das bringen sie als Erwachsene dann weiter. Um der Vogelwelt beste Voraussetzungen zu bieten, hat man auch zahlreiche Nistkästen aufgehängt, die auch der prächtige Wiedehopf nützt, der sich im Erlebnistal Unterlamm angesiedelt hat. Wertvollen Lebensraum bietet auch der Lehenbach. Im Rahmen des Projektes werden gemeinsam mit dem Naturschutzverband Bachwanderungen organisiert. Die sehr gut angenommen wird von den Kindern. Da gibt es eine Mamurzergau, die wird durch einen Bach gestampft und geschaut, was da drinnen ist. Auch wenn man zwischendurch die Stiefel oder die Schuhe verliert, ist es nicht schlimm, sondern eher mehr als Hetz, sage ich mal, und ein ganz tolles Erlebnis da. Vor allem, weil man hier auch Bachmuscheln und Flusskrebse entdecken kann. Zur Artenvielfalt zählt aber auch die Baumwelt, wobei diese rund 25 Meter hohe Schwarzpappel besonders hervorsticht. Ihr Stammumfang beträgt stolze 9 Meter. Ist circa 300 Jahre alt und normalerweise überlebt der Baum nur so circa 150 Jahre. Daher ist er für uns eine Rarität und das wollen wir noch sehr, sehr lange erhalten. Bewusstsein und Wertschätzung schaffen für die Besonderheiten im Dorf. Auch der Erhalt von Streuobstwiesen gehört dazu. Die Streuobstwiesen sind deshalb so wichtig, weil eben die ganze Biodiversität davon profitiert. Und leider Gottes sind sie in den letzten Jahrzehnten sehr stark zurückgegangen. Deshalb bekommt jedes Kind zum Schuleintritt einen eigenen Obstbaum, der auch dann gemeinsam gepflanzt wird. Sie waren auch beim ganzen Prozess dabei, beim Einpflanzen und beim Hegen und Pflegen, beim Gießen. Und das zeigt sich schon die ersten Knospen und das ist schon interessant und sie haben schon Freude damit. Eine Reihe von Maßnahmen im Rahmen des Projektes Mensch- und Naturerlebnistal Unterlamm sind noch im Entstehen, wie etwa dieses Hochwasserrückhaltebecken. Wir wollen aber diesen Hochwasserschutz auch dazu nutzen, um ökologisch, mit einer ökologischen Begleitplanung, etwas für das Umfeld im Dorf zu schaffen. Ein Teil der Kulturlandschaft in Unterlamm ist durch den Weinbau geprägt. Also wir haben ja große Vielfalt also von Rebsorten, also bei uns da im Vulkanland. Speziell immer also Weißweine, bei uns immer also gedeihen typische steirische Weine, also wie der Welschriesling, aber auch der Sauvignon und Weißburgunder, darf man nicht vergessen. Aber auch immer haben wir für die Rotweintrinker so den Zweigelt, der bei uns da gedeiht. Und zu guter Letzt wird auch die Geselligkeit im Dorf großgeschrieben und Mensch und Kulinarik gepflegt.